Der Berliner Hauptbahnhof am frühen Morgen. Viele Bahnsteige sind leer, vor den Anzeigetafeln sind ratlose Gesichter zu sehen. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat einige Fahrgäste kalt erwischt. Zu meiner großen Überraschung bin ich heute Morgen hierher gekommen, um meinen Zug um 6.17 Uhr zu nehmen. Und dann stand da nichts auf der Anzeigetafel. Dann bin ich schnell ins Informationszentrum, aber die Leute dort waren total unfreundlich. Sie wollten mir nicht helfen. Dann habe ich bis 7 Uhr gewartet, bis das Ticketbüro öffnet. Und zum Glück konnten die mir etwas anbieten. Der kurzfristige Streikaufruf der Gewerkschaft hat ihr bei vielen nicht gerade Sympathien eingebracht. Nicht wirklich. Also ich finde das sehr, sehr kurzfristig. Ich finde auch den Umstand, dass man das einfach so auf Kosten der Menschen austrägt, finde ich schwierig. Diese Möglichkeit haben andere Leute nicht, die ebenfalls Forderungen haben. Auch GDL-Chef Klaus Wieselski sehen hier viele kritisch. Für die Leute mag es wahrscheinlich wichtig sein, aber die Art und Weise, wie der Monsieur von der Gewerkschaft das macht, finde ich unmöglich. Der Streik endet zwar am Donnerstagabend, es wird aber erwartet, dass die Züge erst am Freitag wieder fahrplanmäßig fahren.